Hallo zusammen, willkommen zurück bei Scum. Das Looten geht weiter. Ich habe jetzt mal die kleine Stadt bzw. das kleine Dorf, in dem wir uns in der letzten Folge aufgehalten hatten und dann auch ausgelockt waren, weiter durchsucht und ich kann euch mal eben zeigen, was ich so alles gefunden hatte. Wir schauen uns mal das Inventar durch, dass ich jetzt hoffentlich nichts vergesse. Wir haben jetzt neu dabei. Einen neuen Hut, einen Anglerhut. Dann gab es noch eine Hüfttasche, die bringt wiederum mehr. Wo ist sie denn? Hier unsere Hüfttasche, mehr Ausrüstungsplätze. Dann haben wir noch Armeestiefel gefunden, nochmal zwei Slots und wir sehen, es wird langsam. Man kann jetzt schon ordentlich Loot rumschleppen und es wird auch langsam Zeit. Entweder bauen wir uns eine Kiste, wo wir mal Loot sammeln, oder wir suchen uns mal eine kleine Ecke, wo wir unsere Base bauen können. Das hatte ich so noch vor, eine kleine Base bauen, wo man so einen zentralen Punkt hat, wo man alles sammeln kann. Aber so weit ist es noch lange nicht. Wir sind aber noch am Looten. Ich habe jetzt auch erstmal eine kleine Werkzeugkiste mitgenommen, einfach weil ich den Platz dafür hatte. Und mit dem Stoffwechsel sieht es auch ganz okay aus. Habe jetzt viele Vitamine, Mineralien in den grünen Bereich gebracht. Auch hier oben sieht es mal gar nicht so schlecht aus. Ich denke mal, da sind wir gut dabei. Ja, was hat man noch neu dabei? Die Hüfttasche auf jeden Fall. Dann noch eine Jeanshose. Hat zwei Plätze mehr wie unsere Weihnachtsmannhose. Und dann haben wir noch ein Highlight, einen Eierwärmer. Hat jetzt keine Auswirkung, außer dass wir ein warmes Gemächt haben. Von daher erstmal angezogen. Wer weiß, vielleicht brauchen wir mal Stoff. Kann man den immer noch in Stofffetzen zerreißen. Okay. So, jetzt machen wir mal los, denn es gab hier einen Loot-Drop. Da gab es eine Info, dass hier in dem Sektor ein Loot-Drop herunterkommt. Der liegt jetzt schon ein paar Minütchen da. Ich hoffe mal, ich komme nicht zu spät. Was mir fehlt, ich hatte mich mal schlau gemacht, man braucht wohl einen Dietrich und einen Schraubendreher, um die Kisten da drin zu öffnen. Den Schraubendreher hatte ich gefunden, Dietrich, ja, da scheitert es noch. Aber wir gucken uns das trotzdem nochmal an, was da so abgeht. Und wir hoffen mal, dass da keine Zombies drin sind. Denn ich hatte das schon mal in einem Video gesehen, dass in so einem Loot Drop auch Zombies sein können. Oh, wen haben wir denn da? Und den bekommen? Nee. Okay, ich laufe jetzt mal etwas langsamer, dass wir uns nochmal mit Ausdauer etwas hochsteigern. Unser Quad, keine Sorge, das ist noch da. Das habe ich jetzt unten in der Stadt gelassen. Ich will da jetzt nicht so viel damit rumfahren. Wir wollen ja Benzin sparen. Ich muss erst mal schauen, wie man hier an Benzin rankommt, wenn das mal alle wird. So, erstmal hier zum Loot Drop. Bin ich echt gespannt. Transportcontainer. Kann auch sein, dass wir jetzt gar nichts finden da drin. Oh, sieht gut aus. Okay, noch 7 Minuten. Dann wäre er weg. Ja, alles verschlossen hier. Schade, schade. Also ohne Dietrich. Ohne Dietrich brauchen wir gar nicht hingehen. Nun wisst man's. Ich wusste halt nicht genau, ob einige Kisten unverschlossen sind. Aber es scheint alles verschlossen zu sein. Dann würde ich sagen, wir machen heute weiter in die nächst kleinere Stadt. Soll es heute gehen? Wir sind natürlich ja am Hardcore-Looten erstmal. Ausrüstung, vor allem, ja, wir brauchen noch eine bessere Waffe. Die Mistgabel. Ich traue mich echt nicht an diese Zombies ran. Ich habe immer eine Vermutung, dass sie mich nochmal, ja, verletzen. Ich dann eine Blutung erleide, die nicht behandelt bekomme. Und dann ja jämmerlich verblute. Können wir doch mal unter Handwerk schauen, ob wir da nicht irgendwas bauen können. Verband. Jetzt, wo ich das so erzähle, kommt mir doch die Idee, dass wir da mal schauen. So, Nahrung, Gegenstände, Basic. Haben wir was, was wie ein Verband aussieht? Also es gibt Aloe Vera im Wald zu finden. Jedoch hatte ich jetzt noch keins gefunden. Daher denke ich mal, dass man sich einen Verband bauen kann.
Es gibt ja echt so viel. Auf den ersten Blick kann ich jetzt nichts erkennen. Ich versuche einfach weiterhin die Zombies zu meiden. Ja, hier in dem Supermarkt oder der Tankstelle, was auch immer das ist, da wollte ich rein. Da ist hier doch ein Zombie drin. Ich traue mich, wie gesagt, da nicht rein. Naja, schade, schade, sage ich da mal. Haben wir eigentlich hier? Genau, das habe ich doch vorhin. Kam mir vorhin auch im Sinn, dass wir doch in den Fahrzeugen auch Verstaumöglichkeiten haben. Was können wir denn jetzt hier verstauen? Wie viel vor allen Dingen? Wie viel passt hier rein? Wir stecken erstmal alles rein, was mir so in den Sinn kommt. Alles, was wir nicht brauchen. Die Zange, ich habe das so erstmal mitgenommen. Auf gut Glück kann man sagen. Vielleicht kann man es ja mal zum Bauen verwenden. Wir haben hier unten Nahrung. Noch eine Gurke haben wir. Wir haben grüne Erbsen. Können wir auch mal reinpacken, denn die kann man jetzt nicht. Ach so, die kann man öffnen. Und sagen, die kann man nicht so essen. Das hat im Inventar nicht funktioniert. Okay, dann lasse ich sie mal doch hier. Wir haben Patronen. Können wir auch erstmal reinpacken hier. 22er. Wartet mal, 22er? Ich hatte vorhin hier ein Gewehr gefunden. Das würde ich mal holen. Eine Mistgabel kommt rein. Ein Feuerzeug. Ja, ich habe schon ordentlich gesammelt hier. Ein Feuerstahl. Nahrungsmittel. Bolzen und Nägel sammle ich jetzt auch inzwischen. Und hier oben haben wir noch ein paar Süßigkeiten und ein Baumrindenseil. So, das haben wir jetzt alles hier auf den Boden geworfen. So wird ein Schuh draus. Ach, jetzt sehen wir es. Alles klar. Hier ist das Inventar. Oh, sehr schön. Pass auf. Wir holen mal das Gewehr. Hatte ich von da mitten auf die Straße geworfen. So. So, warum ist denn hier? Also rein damit. Unsere Mistgabel wieder raus. Das passt soweit. Dann haben wir jedenfalls das Gewehr schon mal mit. Super. Das gefällt mir. Dann gehen wir noch ein Stück trinken. Ich hatte nämlich gerade hier den Brunnen gesehen. Das Wasser scheint genießbar zu sein. Ich hatte da vorhin schon mal einen Schluck getrunken. Mir war jetzt nichts weiter passiert. So, wir sind wieder unterzuckert. Könnten jetzt noch ein Bonbon essen. So, ja, da seht ihr mal, meine Ausrüstung kunterbunt. Wunderbunt. Hier möchte ich jetzt hin. Jetzt muss ich kurz überlegen, wir müssten eigentlich auf die Straße runterfahren, an der nächsten Kreuzung rechts abbiegen. Oh, die arme Batterie. Aber gerade so angesprungen. Kurzer Blick auf die Karte. Ja, wir sind hier richtig.
Ja, ich fahre jetzt mit Absicht etwas langsamer. Ich schaue mal rechts, links. Da hinten haben wir ein Haus. Da wollen wir auch hin. Was haben wir hier? Ganz normale Brücke. Also die Batterie füllt sich auf jeden Fall, das ist ein gutes Zeichen. Bleibt nur noch herauszufinden, wie das mit dem Benzin funktioniert und wie man eventuell die Fahrzeuge reparieren können. Da wir hier Solo-Player spielen, können wir eigentlich überall bauen, ohne Gefahr zu laufen, dass uns hier unsere Basis überfallen, zerstört wird. Ja, da haben wir schon einen Zombie. Das geht schon gut los. Wir haben Pfeil und Bogen. Wir könnten uns mal an einen ranwagen. Erstmal stören sie und zweitens haben sie ja auch Loot. So, der Bogen liegt auf der 2. Was sind das jetzt mit Pfeile? So, den nimmt er automatisch. Ach, wisst ihr was? Ich versuche das jetzt einfach. Im Notfall rennen wir weg. Kopfschuss. Kopfschuss bringt's. So gefällt mir das. Können wir denn unseren Pfeil wieder holen? Ah, guck mal, hier steckt ein Pfeil. Ah, der schöne Pfeil. Gut, steckt mal schnell wieder weg. Inventur, 7 Pfeile haben wir noch. Und da haben wir das mal ausgezogen. Wir haben einen Pfeil. Nehmen wir wieder mit. Eine Trainingshose. Armeestiefel. Obwohl, ich habe Armeestiefel. Ein Pink. Ein Anglerhut. Autohandschuhe. Flanellhemd. Und ein Auge. Ja, eigentlich nichts. Nichts, was wir brauchen. Aber gut zu wissen, dass man die mit einem Headshot wegbekommt. Ja, was meint ihr? Was meint ihr? Bauen wir uns eine Basis? Wir sind eigentlich relativ gut positioniert auf der Karte. Wenn wir uns hier im Gelände erstmal versuchen, eine kleine Basis zu bauen, wo wir unser ganzes Loot lagern. Wir looten mal noch ein bisschen heute. Gibt immer wieder kuriose Sachen zu entdecken. Was ist denn hier los? Die sind oben, wa? Da war ich aber mal ganz schnell wieder draußen hier. Nix traue, nix oben hier. Können wir gleich testen, ob das durchs Fenster funktioniert. Funktioniert. Wenn wir jetzt den Pfeil wiederbekommen. Den haben wir wieder bekommen. Was hat er denn mit? Eine Brause. Wartet, meine Brause habe ich hier unten auch noch.
Ein Ei. Ach gut, komm, das pfeifen wir uns einfach hier alles rein. Wir essen das Ei. Wir trinken einen Schluck Brause. Maximal 2 Liter Wasser. Ja, man muss jetzt beim Essen, Trinken aufpassen, dass das Magenvolumen ausreicht. Ansonsten übergibt er sich. Checken auch nochmal die Limettenbrause. Die haben wir jetzt in der Hand. Was die für Werte hat. Zum Beispiel Mineralien, Vitamine haben wir alles 0. Sodium 12%. Und Zucker 18, also Sodium. Jetzt gucken wir mal Sodium. Wo wir das finden. Natrium. Also steht jedenfalls unter Kalorien. Ballern uns da jetzt ordentlich was rein hier. Dreimal Softdrink. Zuckerhaushalt geht hoch, das ist gut. Gut, gefällt mir. Nehme ich erstmal mit, wir haben noch reichlich Platz im Gepäck. So, was haben wir denn? Eine Trainingshose, Baumwollshirt. Aber echt mies drauf, 6%. Durch alles liegen lassen. Hier hat man noch Absinth drin. Nehmen wir mit. Falls wir mal krachen lassen wollen. Halloween-Maske, Baseballkappe. Wenn man das mit den Zombies erstmal raus hat, denke ich mal, ist das alles kein Thema mehr. Ich kenne das ja auch von anderen Spielen. Zum Anfang ist man echt ängstlich und irgendwann hat man einfach den Dreh raus. Da weiß man, wie die ticken. Und da traut man sich dann auch ran. Oh, eine Hippie-Hose. Hose, Tasche, Shirt, Pullover, Jacke, Jeans. Ich denke mal, die. Sag mal, 1, 2, 3. Also, ich rechne so, das ist immer ein Inventarplatz. Hätten wir jetzt 6 Plätze, wenn wir die Hippie-Hose anziehen, haben wir bloß noch 4. So, Hippie-Hose weg. Wollen wir nicht haben. Was liegt denn hier? Papier. Ja, wir könnten zum Beispiel hier auch mal anfangen, eine Basis zu bauen. Ihr merkt schon, ich bin da richtig heiß drauf. Fangen erstmal jetzt vorne an zu looten. Da steht unser Fahrzeug. Keine Ahnung, warum ich jetzt hier hinten im Haus angefangen hatte. So, wir hören. Keiner zu Hause. Wassermelone. Wassermelone, was hatten die jetzt hier für Werte? Zucker hat sie. Vitamin A. Oh, sehr gut. Vitamin C. Mineralien hat sie. Fast alles. Was brauchen wir denn? Mineralien.
Da sind wir über dem Haushalt. Nicht, dass wir hier noch fett werden. Sehen wir denn eigentlich irgendwo unser Gewicht? Ich gucke gerade Wasser, Zucker, Kohlenhydrate bräuchten wir. Duelles Tempo, Renntempo. Gewichtsbelastung, Ausdauer. Alter 20, Lebenszeit. Ach, hier haben wir es noch. 88,9 Kilo. Oh, mit wie viel Kilo sind wir gestartet? Habe ich jetzt leider nicht mehr im Kopf. Können wir aber beobachten. Körperfett, eingelagertes Fett. Alle Zähne haben wir noch. Temperatur. Blutvolumen 6,5 Liter. Ist verrückt, was das Spiel alles bietet. So, die Melone, die nehmen wir jetzt erstmal mit. Kriegt man gar nicht mit. Ich glaube, die ist so groß. Die ist so groß. Maximal hier oben würde sie reinpassen. Schade, schade. Nichts, dann erstmal wenigstens. Oh Gott. Gesehen, wie das hier nach oben geschossen ist. Die haben wir in der Hand. Vitamin A legt zu. B5, Vitamin D. Sind wir ziemlich schlecht. Noch versorgt. Gut, die haben wir jetzt in der Hand. Ich behalte die mal in der Hand, bis wir sie zufällig irgendwann mal verlieren sollten. Ein Bier. Jetzt geht's ja los hier. Das bringt gar nichts. Nee, muss ich jetzt nicht trinken unbedingt. Dann war's das hier schon. So, auf zum Nachbarn. Oh, sehe ich da etwa den Rucksack? Erstmal, wir gucken erstmal, wer zu Hause ist. Ist wer zu Hause? Oben anscheinend. Dann hauen wir unsere Melone mal hin. Nehmen mal hier die Mistgabel in die Hand. Da sollen wir runterkommen. Das hat mit dem Fenster vorhin super geklappt. Einmal zugestochen. Einmal zugestochen mit dieser Mistgabel. Wow. Was für eine Waffe. Na, guckt mal, hier geht's gar nicht nach oben. Hier hat man echt unbehelligt looten können. Rasierklinge und Bolzen nehme ich mit. Habe ich gesagt, die wollte ich sammeln. Die stacken, das ist sehr schön. So, jetzt durchsuchen wir noch die Schubladen und jetzt gucken wir mal. Wir haben den Rucksack. So, hier oben ist jetzt unser aktueller Rucksack. Ich sage, den packen wir mal aus. Und dann haben wir gleich den direkten Vergleich. Auf jeden Fall hat sich das erhöht.
Könnte man sogar direkt die Melone mitnehmen. Nicht alle Gegenstände lassen sich hier überall verstauen. Wenn jetzt zum Beispiel die Absinthflasche nicht in die Jacke packen. So, unsere Melone. Da haben wir sie. Jetzt haben wir sie mit. Perfekt. Und wir haben sogar noch hier einige Slots frei. Und unser Motorrad, Mensch. Das haben wir da auch noch. Wie kommt man da hoch? Wie kommt man da hoch? Irgendwo muss es noch einen Weg nach oben geben. Ah! Ja, komm her! Meine Fresse, was haben wir denn jetzt gefunden? Eine Jacke mit 5% Haltbarkeit, die sieht aber echt fett aus. Wir haben eine Trackerjacke, wir wechseln die mal ganz kurz. Ach so, hier oben. Nee, ist ja komplett Schrott. So, unsere Trackerjacke wieder an. Kann man denn jetzt zum Beispiel die Jacke sagen, man möchte sie reparieren? Waschen. Da muss man die bloß waschen. Gummiband? Was? Geld? Warte mal, Geld nehmen wir mit. Es gibt ja noch diese Safe-Zonen, wo man auch handeln kann. Vielleicht ist dieses Geld sogar noch was wert. Gummi. So, wir waren stehen geblieben. Hier war nichts drin. Noch drüben irgendwie zu der guten Frau kommen, die wir zuerst erstochen hatten. Vorhängeschloss brauchen wir nicht. Wir sind sicher, wir spielen hier solo. Da hoch müssen wir. Müssen wir nicht, aber sollten wir. Jetzt wird's verrückt. Die haben ein Haus gebaut, ohne dass man hier Eingang hat? Doch, doch, doch.
Ja, gut. Auch alles dreckig. Man könnte natürlich auch die Tür aufmachen, wa? Ist dann aber nicht so elegant. Jetzt gucken wir nochmal. Wir haben gewogen 88,9. Erinnere ich mich richtig? 89,9. 90 Kilo. Wir werden fett. Wir essen zu viel. 307% Fett. Ballaststoffe. Zucker. Eieiei. Gut. Ja, hier gibt es wieder einiges zu tun. Und das war erstmal der Anfang. Wir werden heute Schluss machen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr Ideen habt, was ich hier machen könnte, machen sollte, schreibt mir das bitte in die Kommentare. Und dann hoffe ich, euch hat es gefallen. Wir sehen uns wieder. Macht's gut.